Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei FRM. Die Temperaturen sinken und es dauert nicht mehr lange, bis der Herbst und anschließend der Winter da ist. Und bei den niedrigen Temperaturen sehnen sich viele nach einem wärmenden Tee. Und die gibt es natürlich von den Bombastuswerken aus Freital. Und da laufen bereits für die Wintermischungen die Produktionen auf Hochtouren. Und eigens dafür wurde nun auch eine neue Maschine angeschafft. Salbei, Kamille oder Hustentee, gerade wenn die Erkältungszeit beginnt, ist manchmal jeder Tee zur gleichen Zeit gefragt. Das brachte die Filterbeutelmaschine in der Teeproduktion der Bombastuswerke AG bisweilen an ihre Grenzen. Jetzt hat das Unternehmen eine zweite Maschine in Betrieb genommen. Künftig können Spitzen in der Nachfrage durch die beiden Maschinen abgefedert werden. Das ist sehr wichtig, denn der Tee von Bombastus wird immer beliebter. Also das ist ja prinzipiell unser Anliegen, unsere Firmenphilosophie, die Naturheilkunde zu unterstützen beziehungsweise selber die Kunden damit zu versorgen. Und dort gehört natürlich die Teeproduktion prinzipiell mit rein. Und um dieses Segment stabil bedienen zu können, war einfach die Investition in die zweite Maschine nötig. Es ist also nicht ein Einstieg in die Naturheilkunde, sondern eine Stabilisierung unseres Angebotes. So produziert die neue Maschine 145 Teebeutel pro Minute, das sind 20 mehr als bisher. Außerdem werden dank der modernen Steuerung und einer automatischen Dosierungsregelung die Abläufe effektiver. Die Filterbeutel selbst werden nicht mehr mit einer Metallklammer geschlossen, sondern quasi zugenäht. Da der Verbrauch der Kunden je nach Jahreszeit variiert, muss klug kalkuliert werden, welche Teesorte wann hergestellt wird, damit es möglichst keine Engpässe gibt. Nein, dort haben wir natürlich unsere langjährigen Erfahrungen, was der Kunde am Markt wünscht. Und dort wird entsprechend vorgefertigt. Den Wintertee produzieren wir jetzt zum Beispiel im Sommer, damit er rechtzeitig im Herbst dann in der Apotheke zur Verfügung steht. Die Nachfrage nach Tees und vor allem nach den Filterbeuteln ist in den letzten Jahren konstant gestiegen. Im Jahr 2006 hat Bombastus 870.000 Packungen mit je 20 Filterbeuteln verkauft. Im Jahr 2018 waren es bereits über 1 Million Packungen. Aufgrund des heißen und trockenen Sommers fällt auch die Ernte von Heil- und Gewürzkräutern weniger gut aus. Ein Problem für Bombastus? Ja, also diese neuen Wetterbedingungen, die machen natürlich der Landwirtschaft und damit auch dem Anbau von Heil- und Gewürzkräutern große Probleme. Wir selber haben mit unserem eigenen Anbau im vergangenen Jahr 2018 etwa ein Drittel Ernteausfall gehabt. Aber wir merken das natürlich auch bei den Drogen, die wir einkaufen, dass es dort Bereitstellungsprobleme gibt. Die Teeproduktion ist ein wichtiges Standbein der Bombastus Werke AG, die seit ihrer Gründung vor 115 Jahren Naturheilmittel herstellt. Der Tee macht einen Umsatzanteil von etwa 40% aus. Das waren 2018 rund 4,8 Millionen Euro. 30% der Tees werden in Filterbeutel abgefüllt. Hallo liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie ganz herzlich im Renault Autohaus Sticker. Endlich ist er da. Hier sehen Sie die 5. Generation des Bestsellers Renault Clio. Ausdrucksstark, dynamisch und verführerisch kommt er von außen daher. Innen mit vielen neuen modernen Elementen und Sicherheit auf höchstem Niveau. Zuschauer, wir laden Sie recht herzlich am Sonntag, dem 21.09. von 10 bis 16 Uhr ein, den neuen Renault Clio selbst zu entdecken und zu erfahren. Wir freuen uns. Ihr Renault-Team vom Autohaus Sticker im Gewerbegebiet Rheinholzhain. Unser Sachsen. In einer wunderbaren Landschaft leben freundliche Menschen. Leider sind viele Gebiete mit dem natürlich vorkommenden Radongas belastet, das die Gesundheit gefährdet. Aber es gibt eine Lösung, preiswert, effektiv und nachhaltig. Wie diese aussieht, erfahren Sie am 23.09. in unserem Interview hier auf FRM TV.
Ab sofort ist es soweit. Pflücken Sie auf unseren Plantagen die knackigen Äpfel selbst. Jonagold, Gloster, Pinova, Gala, Breburn, Jonica, Boscope, Elster, Golden Delicious und Robinette. Selbstpflücke Freitag, Samstag und Sonntag von 8 bis 16 Uhr auf den Plantagen von Gut Pesterwitz zwischen Freital und Dresden. Gesundes Obst, selbst geerntet, frischer geht es nicht. Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Hyundai Autohaus in Diepoldeswalde. Ich möchte euch heute unseren neuen vorstellen. Und es handelt sich dabei nicht um ein Fahrzeug, sondern um unseren neuen Betriebsleiter, Herrn David Gallert. Hallo, mein Name ist David Gallert. Ich bin der neue Betriebsleiter hier im Hyundai Autohaus Diepoldeswalde. Ich bin 34 Jahre alt und wohne mit meiner Frau und meinen zwei kleinen Töchtern in Olbernhau. Zuletzt war ich als Verkaufsleiter in einem großen Hyundai Autohaus auch hier in Sachsen tätig. Bringe also durchaus ein bisschen Hyundai-Erfahrung mit. Für euch ändert sich eigentlich gar nichts. Das heißt, das Team ist immer noch das alte. Mandy ist also für euch im Verkauf da und Julie und Corinna empfangen euch am Tresen. Und natürlich sind auch unsere Jungs in der Werkstatt immer noch da und kümmern sich ganz toll weiterhin um eure Autos. Ich freue mich jetzt auf die nächste Zeit hier im Hyundai Autohaus Diepoldeswalde und natürlich auch darauf, euch, also unsere Kunden, kennenzulernen. Wenn ihr mich auch kennenlernen möchtet, kommt doch einfach vorbei, trinkt einen Kaffee mit mir und wenn ihr möchtet, dürft ihr natürlich auch gerne ein Auto bei uns kaufen. Dazu haben wir noch was vorbereitet und das stellt euch jetzt die Mandy vor. Ab heute bis Ende des Monats haben wir unsere Aktionswochen. Das heißt, für alle sofort verfügbaren Neuwagen, Tageszulassungen und Vorführwagen geben wir euch einen Satz Winterkompletträder mit dazu. Kommt vorbei, fahrt Probe, wir freuen uns auf euch. Ja, herzlich willkommen zum zweiten Talk auf Burg. Meine Gäste sind heute, und auf die freue ich mich ganz besonders, Katrin Reiß. Sie ist Büroleiterin des Freitaler Oberbürgermeisters und wir reden heute über den Tag der Sachsen in Freital 2021. Christian Wählan ist hier auf Schloss Burg zu Gast, Geschäftsführer und Gründer von Oskarshausen, das Entdeckerland in Freital, hier gleich um die Ecke. Und ich freue mich auch, dass Lars Volde hier ist, Inhaber von Gut Pesterwitz mit eigenem Weinberg, Obstplantagen, Hofladen, und er sorgt für frische Produkte aus der Region für die Region. Schön, dass Sie drei hier zu mir gekommen sind. Den Talk auf Burg sehen Sie täglich 8.30 Uhr, 12 Uhr, 15 und 20.30 Uhr oder immer, wenn Sie mögen, auf unserer Homepage www.frm-tv.de. Die Arbeitslosenzahlen sinken. Und in vielen Firmen herrscht ein Arbeitskräftemangel. Als Arbeitnehmer ist das ganz gut, denn man kann sich seinen zukünftigen Arbeitgeber genau aussuchen. Und die Arbeitgeber müssen einiges bieten, um auch in Zukunft gute Fachkräfte zu haben. Wie zum Beispiel die Firma Herbrich aus Bärenstein. Herzlich willkommen bei der Herbrich & Co. GmbH hier in Bärenstein. Mein Name ist Christoph Herbrich, ich bin der Geschäftsführer des Unternehmens. Und ich würde Ihnen gerne heute mal mit meinem Team zeigen wollen, was in den letzten Jahren hier entstanden ist. Wir haben in den letzten 10 Jahren ca. 40 Millionen Euro in den Ausbau unserer Kapazitäten investiert. Und unser Team an Mitarbeitern ist von knapp 100 Mitarbeitern auf jetzt fast 170 Mitarbeiter gewachsen. Aber wir haben noch mehr vor. Wir wollen im nächsten Jahr eine neue Fertigungshalle errichten und suchen dafür auch schon neue Kollegen, die uns dann entsprechend unterstützen. Die Dreherei Herbrich & Co. GmbH steht für mehr als 60 Jahre Präzisionsmechanik in bester sächsischer Tradition. Als mittelständiges Familienunternehmen aus dem Müglitztal gehören wir zu einem historisch gewachsenen Wirtschaftsstandort, der weit über die Ortsgrenzen hinaus für seine Präzisionsbranche bekannt ist. Der Name Herbrich steht für einen hohen Qualitätsanspruch in Sachen Präzisionsteile. 170 Mitarbeiter und über 130 CNC-Langdreher, CNC-Kurzdreher und Rundtaktmaschinen sorgen dafür, dass jedes Jahr weit über 100 Millionen Drehteile ihren Weg zu unseren Kunden finden. Jedes Jahr geben wir bis zu 6 jungen Menschen die Chance, in einem spannenden Umfeld eine Ausbildung zu absolvieren.
Mein Name ist Stefan Leuteritz, ich bin hier Ausbilder in der Firma Herbig & Co. GmbH. Wir haben zurzeit 10 Auszubildende, die den Ausbildungsberuf Maschinen- und Anlagenführer oder Zerspannungsbescheiniger durchführen. Hier bei uns in der Lehrwerkstatt, wie Sie zurzeit sehen, gerade die zwei Auszubildenden im ersten Lehrjahr, am 1.8. begonnen mit Pfeilen im Grundkurs manuelles Spannen. Der Beruf Maschinen- und Anlagenführer und Zerspannungsbescheiniger ist ein sehr vielseitiger und interessanter Beruf. Mitzubringen sind technisches Verständnis und ein Feingefühl für Genauigkeit. Ich habe damals in der 9. Klasse bei Herbig ein Praktikum abgelegt. Ich fand diesen Beruf sehr interessant und ansprechend für mich. Deswegen habe ich dann am 1.8. angefangen hier. Demnächst werden sich die Ausbildungsbedingungen weiter verbessern, denn wir bauen in der ehemaligen Mittelschule Bärenstein unsere neue Lehrwerkstatt. Und wir freuen uns auf optimale Bedingungen für unsere Lehrlinge und Auszubildenden. Weiterhin suchen wir aktuell ausgebildete Fachkräfte als Zerspannungsmechaniker, Zerspannungsmechanikerin bzw. Dreher, Dreherin für CNC-Drehautomaten und Zerspannungsmechaniker, Zerspannungsmechanikerin bzw. Dreher, Dreherin für Rundtaktautomaten. Sie haben gesehen, es ist vieles bei uns im Wandel und vielleicht können wir Ihr Interesse wecken, dass Sie Teil unseres Teams werden. Wir freuen uns sehr auf Ihre Bewerbung. Und nun ist es wieder soweit. Unser Vereinsquiz 2019 startet. Und mein Kollege Matthias Wagner ist schon beim Schachzentrum Seeblick e.V. den Gewinnern des letzten Jahres, um die neue Staffel einzuleiten. Das Vereinsquiz 2019 wird Ihnen präsentiert von der Stadt- und Bärenapotheke Freital. Bitte bleiben Sie gesund! Von der Ergo-Generalagentur Ingonei in Ilsa, kompetente Beratung rund um das Thema Versicherung, auch für Vereine. Und dem Autohaus Liliensieg. Sowie dem Pirnaer Möbelhandel. Schnäppchenjäger, aufgepasst! Traumküchen zum halben Preis beim Pirnaer Möbelhandel. Und als Extra gibt es 1.000 Euro geschenkt. Beratung, Verkauf, Montage, alles aus einer Hand. Pirnaer Möbelhandel im Einkaufszentrum Petz auf der Rottwerndorfer Straße. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe des FRM-Vereinsquiz, und zwar Jahrgang 2019. Die Zeit ist ganz schnell verflogen. Hätte ich hier dem Schachzentrum Seeblick die 300 Euro beim Finale übergeben. Nee, ist schon ein halbes Jahr, sogar länger her. Und jetzt gilt's, Sie sind gesetzt. Das einzige Team, was ich nicht bewerben musste, ist das Schachzentrum Seeblick e.V. Heute mit Toni Müller ganz außen, Nicole Eger und Markus Peklau, das gewohnte Dreamteam. Und ich sage es jetzt nochmal, Sie haben den FRM-Quizmeister schon zweimal bekommen. Sie haben schon 600 Euro abgeräumt und könnten jetzt das wieder schaffen. Ich erinnere noch einmal an Ihren grandiosen Anfang im letzten Jahr. 100 Punkte beim ersten Spiel vorgelegt, somit sicher im Finale gewesen. Ob Sie das heute wieder schaffen, das werden wir jetzt herausfinden. Es gibt wieder 80 Fragen, für jedes Team 10 Stück. Die habe ich hier drin. Jetzt sind es noch 80. Die Schachspieler haben sich schon 10 herausgesucht, demokratisch. Jeder hat mal gezogen. Und wir werden gucken, ob sie ein glückliches Händchen hatten. Und natürlich gibt es wie immer für die Beantwortung der Fragen, nachdem ich sie gestellt habe, 30 Sekunden Zeit. Bevor wir starten, noch ganz kurz an Sie, Herr Pegler, die Frage, wie hat sich denn das Schachzentrum entwickelt? Wir haben ja die Ehre, durch dieses Spiel jetzt schon zum dritten Jahr hier dabei zu sein, ein bisschen zuzugucken, wie ein junger Verein wächst. Ist das richtig?
Ja, es hat sich positiv entwickelt in die Breite, in die Tiefe. Wir haben Nachwuchssportler, wenn man Schach als Sport bezeichnen darf, dazu wir einfach mal. Und wir stellen verschiedene Sachsenmeister, U12-Ebene, Einzelmeisterschaften, haben den Klassenerhalt geschafft. Das war insofern eine Leistung, als wir in der Saison davor aufgestiegen sind. Hausturnier hat sich gut entwickelt und ist auch eine gute Atmosphäre insgesamt. Also der Verein wächst, gedeiht? Ja. Und wer trotzdem noch mitmachen möchte, kann sich immer noch anmelden, ist immer noch die Möglichkeit? Kann sich hier noch anmelden, ja. Wir haben jetzt auch noch eine Kooperation mit Altenberg, die haben um Leihspieler gebeten, dem haben wir entsprochen. Insofern haben wir jetzt auch mal Spieler abgegeben, aber das ist alles nicht weiter dramatisch. Also ist ja auch Schachspielen in feinster Umgebung, wenn man das hier lernt. Also wir sehen zwar jetzt hier nur unsere Studiorückwand, aber wenn wir gucken, ja gerade auf die Talsperre Malta an so einem spätsommerlichen Tag, also es macht schon auch Spaß hier zu sein und allein mal aus dem Fenster zu gucken, ne? Ja, man kann ja eventuell auch mal draußen spielen. So haben wir eigentlich angefangen damals im Garten. Okay, noch eine Frage. 300 Euro vom letzten Mal, die Siegprämie schon ausgegeben? Nein. Nein? Da wir ja noch schwanken zwischen neuen Schachuhren und also weiteres Schachequipment, angedacht waren T-Shirts, aber dadurch, dass wir die Kooperation ein Stück weit mit Altenberg vollzogen haben, muss man jetzt gucken, wo es sich hin entwickelt. Okay, macht ja nichts, es verfällt ja nicht an Wert, das Geld, jedenfalls ganz wenig nur. Und ich würde sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, wir starten jetzt das erste FRM-Vereinsquiz 2019 beim Schachzentrum Seeblick e.V. Es gibt 10 Fragen zu beantworten, für jede Frage 10 Punkte, 30 Sekunden Zeit für die Lösung. Sie haben, oder ihr habt die Fragen selbst gezogen, jeder war seines Glückes Schmied. Und jetzt kommt Frage Nummer 1. Wie viel kostet der Hauptstadtflughafen BER dem Steuerzahler derzeit täglich? Sind das A 50.000 Euro, B 500.000 Euro oder C 1 Million Euro? Natürlich geschätzt, also nicht geschätzt, aber grob. Wie viel kostet dieser nicht fertige Flughafen? Täglich, ne? So, die ersten 10 Punkte, der letzte Zeitsand rinnt durch die Sanduhr. Und jetzt bitte eine Antwort. Ihr sagt B, es sind 500.000 Euro, ist eine Riesensumme. Aber leider Gottes verschlingt dieser Flughafen täglich 1 Million Euro, im Monat 35,5 Millionen Euro. Ja, es ist eigentlich unreell, darüber nachzudenken. So, das war jetzt eine Frage, mit denen habe ich euch aufs Glatteis geführt. Stand, man liest es ab und zu mal, ne? Also wenn was über BER kommt. Aber die zweite Frage, denke ich, wird besser. Die lautet, die zweite, in welcher Stadt gibt es keine Carola-Brücke? In A. Bad Schandau, B. Dresden, C. Pirna. In welcher Stadt gibt es keine Carola-Brücke? A. Bad Schandau, B. Dresden oder C. Pirna. Über die Elbe natürlich, ne? Das gehört natürlich auch zum Allgemeinwesen dazu. Dresden und dem Pirna. 30 Sekunden haben die drei Zeit, sich zu beraten. Und dann heißt es natürlich die richtige Antwort. Für 10 Punkte präsentieren und das ist in wenigen Sekunden. So, also A. Bad Schandau, B. Dresden, C. Pirna. Wo gibt es keine Carola-Brücke? Jetzt bitte eine Antwort. Also Dresden hat natürlich. Frau Eger. Sie sagen C. Pirna, richtig. Das sind die ersten 10 Punkte und wir donnern gleich weiter. So. Die dritte Frage hier an der Malta lautet, die 1807 vom Bauer Friedrich Gotthilf Weichelt erbaute Weicheltmühle liegt an A. der Gimlitz, B. der Weißeritz, C. der Bobritsch. Weicheltmühle ist eigentlich ein bekanntes Denkmal, technisches Denkmal. 1807 erbaut. Gimlitz. Und die Gimlitz A, B, Weißeritz C, die Bobritsch. Wo liegt oder wo steht heute noch dieses technische Denkmal, was 1807 erbaut wurde? Ich erwarte oder fordere jetzt eine Gimlitz, Antwort. Gimlitz? So, bitte. Hoch mit A,
Die Gimlitz. Auch das ist richtig. Dafür gibt es jetzt nochmal 10 Punkte. Ihr seid bei 20 Punkten. Habt ihr euch ein bisschen eingearbeitet jetzt? Wir werden langsam warm. Das Bauchgefühl. Aber die 100 sind nicht mehr zu schaffen. Nein. Das ist natürlich sehr schade. Für die Konkurrenz. Ja, okay. Aber wir sind gerade gut drauf und machen gleich weiter. Für diese Frage gibt es auch 10 Punkte. Die heißt, wie viele Ehrenbürger hat die Stadt Freital? Wer weiß denn so? A3, B5, C7. Ist ein Freitaler unter euch? Nee. Das erschwert die Sache natürlich wesentlich. Also es gibt die Wahl zwischen 3A, B5 oder C7 Ehrenbürgern dieser großen Kreisstadt Freital. Ihr entscheidet euch für den goldenen Mittelweg. Das haben schon viele versucht beim FRM-Vereinsquiz. Es sind 7. Hier gibt es keinen Punkt. Ich kann es ja mal sagen. Den Maler Karl Hanusch, die Schriftstellerin Marianne Bruns, die Übersetzerin Eva Schumann, die Widerstandskämpfer Erich Dietrich, Helmut Kainz, der Kunstsammler Friedrich Pappermann und seit 2004, der letzte, der diesen Titel bekam, ist der Maler Gottfried Bammes. 7. So, jetzt kommen wir zu Frage 5. Oh, diesmal habe ich ja richtig blöde Fragen gewählt. Danke, danke, es ehrt mich sehr, es ehrt mich sehr. Aber jetzt die 5. Das sollte lösbar sein. In welchem Jahr geschah die furchtbare Reaktorkatastrophe im russischen Tschernobyl? War das A 1981, B 1986 oder C 1989? Das war am 26. April, B natürlich im Reaktor 4, 1986, 10 Punkte. Wir erhöhen auf 30 Punkte und machen ganz schnell weiter mit Frage Nummer 6. Wie viele durchlaufen lassen? Okay, wie viele Bewohner lebten 1989 in der DDR? Also 1989, ja? Waren das A 18,5 Millionen, B 17,6 Millionen oder C 16,4 Millionen Einwohner in der ehemaligen DDR? Ich würde 17 sagen. Zeit zum Überlegen. 18,5 wäre A, B 17,6 oder C wesentlich weniger, 16,4. Er hat ja das B, kann C ausschließen, hätte mal B ausschließen sollen und C nehmen. Es waren 16,4. Es waren ja auch schon viele ausgesiedelt, viele über die Grenzen weg. Böse, das ist böse. Hier gibt es wieder mal einen kleinen Strich. Kann man nichts machen. Wir sind bei Frage 7. Die ist lang, oh je. Die ist kompliziert. In deutschen Großstädten fallen pro Jahr durchschnittlich 719 mm Niederschlag. Wo müssen die Bürger ihre Regenschirme am wenigsten aufspannen? Also was ist die trockenste Großstadt Deutschlands? Ist das A. Erfurt, B. Halle an der Saale oder C. Oldenburg? Wie kommst du auf? Ja, ich habe das auch aus einer aktuellen Meldung genommen und ihr habt schon eine Antwort. Halle. Halle war B, ne? Ist B, genau. Vorm Durchlaufen der Ohr. Sofort für B entschieden. Und es ist manchmal schön, wenn man irgendwas hört und auch sich behält. Ist natürlich richtig. In Oldenburg, das ist die regenreichste Stadt mit 1072 mm und Halle dagegen 483 mm. Also die können sich quasi den Regenschirm völlig sparen. Und für euch gibt es 40 Punkte. Insgesamt natürlich. So, Frage 8. Wenn man beim Computer die Tastenkombination Steuerung und P drückt, ist das der Befehl zu A. Drucken, B. Dokument speichern, C. Alles markieren. Ich gebe noch etwas Zeit zum Überlegen. Braucht man nicht, ne? Drucken, Steuerung, P, Print, also alles klar. Dafür gibt es natürlich 10 Punkte. Da sind wir jetzt bei 50 und 70 können es auf jeden Fall jetzt noch werden. Nutzen wir die Gunst dieses Spätsommerabends. Vier Frage 9. Oh, hier muss ich mir mal was einfallen lassen. Also die 9. Die Flüsse Ems, Themse und Weser haben eine Gemeinsamkeit. A. Sie münden alle in die Nordsee. B. Sie münden im Atlantik. Oder C. Sie münden in der Ostsee. Ems,
Themse und Weser. A, Nordsee, B, Atlantik, C, Ostsee. Das sollte für einen geografisch minimal geschulten Mann eigentlich kein Problem sein. Richtig, natürlich in die Nordsee. Und da sind wir schon bei der letzten Frage, bei der 10. angelangt. Es können jetzt 70 Punkte werden. Das hat schon oftmals für den Einzug ins Finale gereicht. Da sind meistens mehr Vereine dann, die 70 haben. Ja. Weil wir ja heute erstmal den 100er eliminiert haben. Mit Donnerfragen, die ich hier ausgesucht habe. Das ist natürlich wieder auch ein Kracher. Die Frage Nummer 10. Wie lang ist der längste jemals veröffentlichte Film der Welt? Ah, ja, Herr Pegler lässt die Luft geräuschvoll aus. So, A, 85 Stunden, B, 45 Stunden oder C, 24 Stunden. Der jemals längste, jemals veröffentlichte Film der Welt. Hier muss man vielleicht raten, ich weiß es nicht. Also 85 Stunden wäre A, B 45 Stunden oder C 24 Stunden. Und er heißt The Cure of Insomnia, das kann ich schon mal sagen. Heißt auf Deutsch die Heilung der Schlaflosigkeit. 1987 herausgekommen und ist A 85, 45 oder 24 Stunden lang. B, der goldene Mittelweg, 45 Stunden. Nein, er ist tatsächlich 85 Stunden lang. So, meine Damen und Herren vom Schachzentrum Sedlik. Dieser grandiose Durchkracher vom letzten Jahr ist euch heute nicht gelungen, aber trotzdem 60 Punkte. Vielen Dank fürs Mitspielen. Ob das fürs Finale reicht, wird dann das Glück entscheiden, wie die anderen sind. Wir haben ja noch 7 Vereine vor uns und dann kommt das große Finale im November. Da und ja. Das sind jetzt die 10 Fragen, die Sie gelöst haben. Die kommen natürlich raus. Und hier sind jetzt noch 70 andere für die Vereine, die noch kommen. Und zwar in der nächsten Woche kommt TuS Dippoldiswalde 1992 e.V., die erste Mannschaft Damenvolleyball. Und jetzt kommt für Sie noch die Zuschauerfrage. Die Zuschauerfrage präsentiert Ihnen die Strakos Erlebniswelt in Köln-Nitz. Erlebnisverkauf plus Gastronomie unter einem Dach. Die Zuschauerfrage lautet: Was ist keine reine Wintersportart? Entschuldigung. A. Schach, B. Rennrodeln, C. Skispringen. Ja, da muss man sich natürlich anstrengen, um das zu fragen. Hätten Sie gerne. Also einfach mitspielen, schicken Sie uns eine Mail oder rufen Sie uns an. Und es geht um einen 25-Euro-Gutschein für die Strakos Erlebniswelt in Köln-Nitz. Weihnachten steht ja quasi vor der Tür. Da kann man so ein schön geschnitztes Männel kaufen oder sich im Galerierestaurant verwöhnen lassen, wie Sie mögen. Sie müssen nur mitspielen, um in den Genuss dieses Gutscheins zu kommen. Ich sage noch einmal Danke, meine Damen, meine Herren, meine Dame, meine Herren, für diesen angenehmen Abend hier an der Malter. Und wir sehen uns dann nächste Woche bei Vereinsquiz 2, wie gesagt, in Dippoldiswalde bei TuS Dipps bei den Volleyballdamen. Ich freue mich auf Sie und sage Tschüss. Das Vereinsquiz 2019 wird Ihnen präsentiert von der Stadt- und Bärenapotheke Freital. Bitte bleiben Sie gesund. Von der ERGO Generalagentur Ingonei in Ilsa. Kompetente Beratung rund um das Thema Versicherung, auch für Vereine. Und dem Autohaus Liliensieg. Sowie dem Pirna Möbelhandel.